Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Der verschwundene Augenblick. Als in Athen der Frühling noch nach Frühling duftete, als es kaum Autos auf den Straßen gab und noch keine Hochhäuser in der Stadt, also vor langer, sehr langer Zeit, da stand Arion am oberen Teil des Syntagma-Platzes. Arion hatte gerade seinen 17. Geburtstag gefeiert, war hochgewachsen, hatte schwarze, lockige Haare, die er nur schwer bändigen konnte. Er trug ein weißes Hemd mit offenem, großen Kragen, so wie es damals Mode war, und lange Hosen. Die anderen im Gymnasium trugen auch lange Hosen. Das wirkte männlich. Nun ja, männlich. Arion war sehr schüchtern, besonders wenn es um Mädchen ging. Sein Freund Alexandros war ihm in dieser Beziehung schon weit voraus und er gab ihm immer gute Ratschläge. Ach, Arion, du musst die Mädchen einfach ansprechen. Die Mädchen tun doch nur so brav. Meine Güte, nun leg doch mal deine ewigen Bücher weg und komm mit uns, wenn wir wieder an den Strand fahren. Was hast du davon, wenn du der Beste bei uns im Gymnasium bist? So redete Alexandros ganz oft mit ihm. Aber Arion hatte schreckliche Hemmungen. Nun, er hatte schon öfter probiert, ein Mädchen anzusprechen. Aber da war er immer so aufgeregt, dass er zu stottern anfing, rot wurde und nervös an seiner Brille spielte, die er leider seit Kindertagen tragen musste. Während also Arion so dastand und überlegte, was er denn tun sollte, zuerst in die Buchhandlung zu gehen oder vielleicht doch zuerst in eines der vielen Cafés, die es damals noch rund um den Syntagma-Platz gab, um seine erste Granita in diesem Jahr zu trinken. In seiner Hosentasche klimperten ein paar Drachmen, die würden schon für Buch und Granita reichen. Als er so überlegte, da sah er am anderen Ende des Platzes ein Mädchen. Beinahe hätte er die Zeitung, die er unter seinem Arm trug, verloren, denn es durchfuhr ihn ein Schauer, grad wie ein Blitz. Sein Herz fing heftig an zu klopfen. Es spürte, er spürte das ganz, ganz oben im Hals und in seinem Bauch. Da war ein ganz flaues Gefühl. Aus reiner Gewohnheit rückte er seine Brille zurecht, die ohnehin gut saß, und ohne dass er es wollte, trugen ihn seine Beine geradewegs zu diesem Mädchen. Das Mädchen kam auch auf ihn zu, aber es hatte ihn bis jetzt noch nicht bemerkt. Arion konnte genau erkennen, dass es etwa sein Alter haben musste, etwas kleiner war als er selbst. Die dunklen Haare waren an den Seiten zu Zöpfen geflochten und es trug einen Geigenkasten vor sich, gerade so, als würde es eine Puppe fest im Arm halten. Neugierig schaute es nach rechts und links und kam immer näher. Arion war aufs Höchste angespannt. Dieses Mädchen musste er ansprechen, koste es, was es wolle. Aber wie? Es blieben ihm doch nur noch wenige Sekunden und sie würden sich gegenüberstehen. Er spürte, wie er verflixt nochmal wieder rot wurde. Ganz trocken war seine Kehle und jetzt sah das Mädchen ihn auch an. Ja, es verlangsamte sogar seinen Schritt, die Geige fest im Arm. Jetzt war er ganz vor ihr und sah, dass sie blaue Augen hatte. Und ohne, dass er es wirklich wollte, blieb er stehen. Auch das Mädchen blieb wortlos vor ihm stehen und schaute ihn mit diesen herrlichen blauen Augen fragend an. Es war die Hölle. Jetzt musste Arion etwas sagen. Und mit einem anfänglichen Stottern brachte er heraus, du bist mein ganzes Mädchen. Wuff, jetzt war's raus. Das Mädchen lächelte andeutungsweise
Und dabei sah Arion, dass es auf der linken Wange ein kleines Grübchen hatte, das sich beim Lächeln zeigte. Das Mädchen schlug die Augen nieder, aber nur so weit, dass ein kleiner Schlitz offen blieb, durch den sie Arion ganz keck anfunkelte und ging ohne ein Wort zu sagen weiter, die Geige fest im Arm. Ach, der arme Arion, jetzt war er total verwirrt. Aber wieder, ohne dass er es wirklich wollte, drehte er sich um und ging neben dem Mädchen in Richtung Königsgarten, wo es offenbar zielstrebig hinsteuerte. Es nahm den langen Weg, der von himmelhoch großen Palmen eingesäumt ist, vorbei an uralten, wuchtigen, saftig grünen Bäumen, und die Grillen waren schon fleißig dabei zu zirpen, ziemlich laut sogar. »Aha, ich hab den gleichen Weg«, log Arion. »Ich hab's auch nicht eilig. Ich wollte sowieso ein bisschen in den Park gehen, um dort zu lesen. Und vielleicht trinke ich später in Sapio auch eine Granita. Meine erste übrigens in diesem Jahr. Hast du Zeit? Dann lade ich dich ein. Es ist doch so schön heute. Spielst du Geige?« Und so redete Arion ununterbrochen auf das Mädchen ein und wunderte sich, dass er überhaupt nicht mehr stottern musste. Nur sein Herz klopfte nach wie vor so laut, dass er meinte, dass das Mädchen es hören musste. Das Mädchen ging ohne zu zögern weiter, sagte kein Wort, sondern schaute Arion immer mal wieder so ganz und gar keck von der Seite an und lächelte ein ganz bezauberndes Lächeln. »So lauf doch nicht so schnell. Ich heiß übrigens Arion. Ich kann auch nichts dafür. Schon mein Großvater hieß so und mein Vater heißt so. Das ist so in meiner Familie. Mein Vater passt übrigens auf, dass mich niemand nur Ari ruft. Ach, deine Geige hast du wohl sehr gern. Du hältst sie so fest. Ach, ganz schön warm heute, oder?« Jetzt endlich blieb das Mädchen stehen. Das heißt, sie waren an einer Bank angekommen. »Ach, du kannst einen verrückt machen mit deinem Gequatsche, aber du bist lustig.« Und das Mädchen zeigte wieder das Grübchen an der linken Wange. Arion hätte es am liebsten geküsst, aber dazu fehlt ihm nun wirklich jeder Mut. Ohne dass darüber diskutiert wurde, setzten sich die beiden, Arion rechts von der Geige und das Mädchen links. »Ich heiße Calliope und ich kann auch nichts dafür. Meine Urgroßmutter hieß schon so.« Schon wollte Arion sagen, sehr angenehm, aber das passte ja nun nicht hierher. »Oh, das ist ein wunderschöner Name und er passt ganz toll zu dir.« Dann war Schweigen. »Ich muss jetzt was sagen«, dachte Arion. Aber Calliope half ihm aus seinen Hemmungen. »Du gehst noch zur Schule? Was steht denn heute so in der Zeitung? Wie alt bist denn du eigentlich?« Und nun war endlich der Bann gebrochen. Sie redeten völlig ungezwungen miteinander. Sie lachten über Kleinigkeiten. Sie redeten über den letzten Film, den sie zufällig schon beide gesehen hatten, von Lehrern, die sie nicht mochten oder die komisch waren. Und sie erzählten sich von ihren Zukunftsträumen. Arion wollte unbedingt Architekt werden. Er wollte wunderschöne Häuser bauen mit klassischen Fassaden und Raum genug, dass eine ganze Familie mit mindestens 3 Kindern und den Großeltern Platz hatte. Und natürlich mit Vorgarten am Haus und einen Abstellplatz für ein Auto. Ja, ein Auto, das würde er sich später sehr wünschen. »Ah, und ich will Geigerin werden. Nichts als Geigerin. Natürlich in einem großen Orchester. Vielleicht als Solistin. Ja, und Kinder möchte ich auch haben. Wie viele sagtest du? 3? Ja, und in so einem Haus, wie du bauen willst, möchte ich auch gern wohnen. Und jetzt möchte ich die Granita trinken, die du mir versprochen hast«, sagte ganz selbstverständlich Calliope. Arion steckte nochmal die Hand in seine Hosentasche und fühlte die Drachmen. Reichten sie für beide und ein Buch? Ach, an dem Buch war die Welt nicht wunderschön?
So gingen sie in das Café in Sapion und tranken eine herrlich eiskalte Granita. Aber sie redeten nun kaum noch. Sie sahen sich nur noch an, lächelten einander zu und so ganz vorsichtig krabbelten ihre Finger auf dem Tisch zueinander und ihre Hände hielten sich auf einmal ganz fest. Inzwischen warf die Sonne lange Schatten und auf einmal stand Arion auf und sagte mit ernster, aufrichtiger Miene: »Kalliope, wir werden jetzt auseinandergehen, jeder in seine Richtung, und wir werden uns nicht umdrehen, ich verspreche dir. Wenn wir uns dann wieder über den Weg laufen, dann werde ich dich heiraten, sofort, denn dann sind wir füreinander bestimmt.« Auf einmal war für Kalliope die Sonne verschwunden. Kalliope öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber es kamen keine Worte über ihre Lippen. Sie stand ebenfalls auf und nahm ihre Geige in den Arm. Ihre Augen füllten sich mit Wasser, als legte sich ein Schleier über ihre ersten zarten Gefühle, und sie lächelte tapfer und eine ganz andeutungsweise. Da war wieder das Grübchen. Arion nahm ihr Gesicht in beide Hände und gab einen Kuss auf dieses verführerische Grübchen. Damit drehte er sich um und ging. Es war sein erster Kuss. Sie hielten Wort. Keiner drehte sich um. Jeder ging in seine Richtung. Ihre Wege trennten sich weit voneinander. Athen ist groß, sehr groß sogar. Und das Schicksal ist unberechenbar. Am Anfang suchten sie sich in jeder Straße, in jedem Winkel, in jedem Park. Aber die Zeit hat ihre eigenen Gesetze und das Erwachsenwerden auch. Heute, an einem sonnigen, frühsommerlichen Tag im April, wartete Arion auf seinen alten Freund Alexandros, mit dem er vor mehr als 50 Jahren das Abitur gemacht hatte. Arion hatte am oberen Ende des Syntagma-Platzes in dem neuen Café Platz genommen, ein Buch vor sich und seine erste Granita in diesem Jahr. Arion war alt geworden, müde von dem Stress in seinem Beruf. Er ist wirklich Architekt geworden, aber Häuser baute er nicht, sondern Straßen, neue Verbindungen von dem einen Ende Athens bis zum anderen Ende. Er hatte in den vergangenen Jahren zwar recht flott gelebt, aber geheiratet hat er nie. Athen hat sich verwandelt. Die vielen Cafés rund um den Platz sind bis auf wenige verschwunden. Am oberen Ende gähnt der Schlund der Metro, der die Menschenmassen verschluckt und wieder ausspuckt. Autos brausen rundherum. Statt Vogelgezwitscher hört man Hubkonzerte. Arion schaut traumverloren über den Platz und merkt gar nicht, dass Alexandros gekommen ist, der ihn begrüßt. Ja, so viele Mu. Aber Arion schaut gar nicht auf, sondern beginnt mit wehmütiger, ja sehnsüchtiger Stimme zu sprechen. »Ach, Alexandre, ich stand heute an dieser Stelle, Alexandre, als ich überlegte, ob ich zuerst in den Buchladen gehen sollte oder ob ich erst eine Granita trinken sollte. Da sah ich am anderen Ende dieses Platzes eine Frau.« Oh, Alexandres, ich wusste nicht, wie mir geschah. Es durchfuhr mich ein Schauer wie ein Blitz und in meinem Bauch hatte ich ein ganz flaues Gefühl. Glaube mir, Alexandre, ohne dass ich es wollte, trugen mich meine Beine dieser Frau entgegen. Es war eine schöne Frau. Sie hielt einen Geigenkasten in der rechten Hand, schaute selbstbewusst nach rechts und nach links und die Sonne ließ graue Strähnen in ihrem hellblonden, nein, fast halblangen Haar wie Silber aufblitzen. Es blieben nur noch wenige Sekunden
und wir würden uns gegenüberstehen. Ich spürte Röte in meinem Gesicht aufsteigen und ach, meine Kehle war ganz trocken und mein Herz klopfte so laut, dass andere hören mussten. Sie hatte mich nicht wahrgenommen. Aber dann verlangsamte auch sie ihren Schritt und sah mich kurz irgendwie fragend an. Ich sah blaue Augen und entdeckte ein Grübchen an der linken Wange. Aber schon war sie vorübergegangen. Och, obwohl ich mich rasch umdrehte, ich sah sie nicht mehr. Die Menschenmenge, die zum Schlund der Metro strömte, hatte sie verschluckt. Calliope war's. Ach, Yasso, Alexandre. Feliz mia granita. Lieber in ein Café. Paracalò, Kirie. Fährte mas dio Café des Paracalò. Die beiden Freunde nahmen ihren Kaffee in die Hand, schlürften genüsslich daran und hingen schweigend dem verschwundenen Augenblick nach. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.